Ja, hallo zusammen. Es geht gleich los. Einfach, man muss wissen, einfach die Rindengestaltung machen und dann einfach, wenn es trocken ist, alles mit Acrylspray darüber und jetzt geht's los. Eigentlich der Grundauftrag vom Spachtel, den ich gemacht habe, und die Acrylfarbe darüber rausziehe mit so einem Spezialwerkzeug, dass es ein bisschen natürlich aussieht und dass es hier auch so Vertiefungen gibt, natürliche. Dann will ich auch Schleifpapier benutzen und einfach die Wurzeln so ein bisschen, dass die Acrylfarbe wegzuschleifen, damit der mit natürlicher Touch entsteht. Natürlich koloriere ich nachher den Stamm. Ich will eine natürliche Struktur haben. Ich lege eigentlich hier die Wurzeln auch ein bisschen frei. Jetzt mit dem Schleifpapier ist ja die Idee, dass ich hier die Wurzeln einfach ganz wenig anschleife, dass ich ein bisschen helleren Touch bekomme, dass ich das nicht kolorieren muss. Das sieht jetzt so aus. Denke, man sieht das. Hier mache ich das Gleiche. So, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ihr seht ja auch hier, gehen wir ein bisschen näher ran. Tiefen Einschnitte, die kann man ja benutzen, weil die Eiche hat ja sehr unterschiedliche tiefe Einschnitte, tiefe Nuancen. Oder hier zum Beispiel, wenn ich das drehe, jetzt gehen wir mal ein bisschen höher hinauf. Sag mal, die Stelle hier will ich ja, manchmal gibt es ja bei der Rinde glatte Stellen, etwas abgehackte Stellen. Die Rinde ist ja extrem unterschiedlich. Jetzt will ich hier einfach mal zum Testen einfach mal ein bisschen anschleifen. Schauen, wie das ausschaut, wenn ich hier einfach das mal mit dem Schleifpapier die obere Schicht abtrage. So, ich habe nun alles mal ein bisschen freigelegt, da wo die Wurzeln ein bisschen freier sein sollten. Da kommt natürlich Begrünung drauf, das ist ganz klar. Aber einfach, dass ihr mal einen Eindruck habt, so wie ich das meine mit den unterschiedlichen Farbtönen. Jetzt geht es ja weiter mit dem Kolorieren. Hier unten noch Begrünung, aber ich zeige euch das nachher. Okay, bis später. So, wir sind jetzt ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe die ganzen Strukturen herausgenommen. Jetzt will ich natürlich noch ein bisschen kolorieren. Das heißt, ich habe mich entschieden für Acrylfarbe Sand, dann Umbrafarbe und eine spezielle graue Paste. Ich habe da so eine Mixtur gemacht auf dem Karton. Man sieht das, ich nehme da nur ganz leicht die Farbe weg. Ich tupfe da ganz wenig auf den Pinsel, streiche das wieder auf der Pappe aus und gehe jetzt wirklich extrem fein über die Struktur hinweg, dass einfach die äußersten Spitzen eigentlich von der Rinde, dass ich die Illusion habe von der Rindenteilung, von den tiefen Einschnitten, weil die Rinde hat ja eher so eine grau, hellgraue, ja, Rindenstruktur, sage ich mal. So, nun habe ich die Grundkolorierung gemacht. Ich habe noch ganz ein wenig Grün eingearbeitet, weil ja, sonst sieht mir das ein bisschen zu sauber aus. Ich drehe euch das mal ein bisschen, damit ihr das mal seht. Ich mache euch auch noch Fotos, weil ihr seht ja die Details hier sicher besser. Einfach, weil ich will extrem viel Zeit mal aufwenden für die Baumgestaltung, das heißt für die Rindengestaltung, damit ihr das auch genau einmal nachverfolgen könnt. Also, ihr habt nun gesehen, wie das ausschaut. Ich habe jetzt hier eine Paste gemacht aus verschiedenen Acrylfarben, Turf, Blätter. Ich will damit eigentlich mal schauen, ob ich da irgendwie so eine Beflechtung, ja, moosähnlich etwas machen kann. Verpansche ich das richtig gut mal.
Und wenn das natürlich, und mit extrem viel Leim, Weißleim habe ich natürlich reingemischt. Ich will auch später noch das Ganze begrasen. Aber einfach, ich will hier so ein Touch, wenn das trocken ist, steht das hoffentlich dann schön ab. Ich will auch nur ein Beispiel zeigen, wie ich das denke. Also so in etwa. Einfach auf den Wurzeln, dass man das dann auch schön sieht. Ich mache jetzt vor allem auf den Wurzelseiten und am Baum weiter und ich zeige euch das später. Okay, bis nachher. So, ich habe das jetzt mal gemacht. Sieht natürlich ein bisschen grün-braun aus. Aber ihr seht hier, ich habe hier Nuancen gemacht, auch beim Stamm. Jetzt will ich eigentlich hier auf den Wurzeln ein bisschen flechtenartig noch etwas machen. Es hat ja Leim im Gemisch. Ich habe da ja so, ja, dunkelgelbe, sage ich mal, ja, wie Flechten will ich jetzt streue ich das fein einfach auf die Wurzel, ganz wenig, und drücke das mal hinein. Ich weiß noch nicht, wie das ausschaut. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber einfach so mal zum Testen. Vermischt das, weil es hat ja noch Leim. So, nun ist alles getrocknet, unsere Wurzeln. Ich habe hier, ihr seht das, hier habe ich noch mit ein paar Gräser einfach in die Paste hineingedrückt, nicht, dass es so einfach zu stark wird. Ihr seht jetzt die Farbgebung, ich zoome euch das mal heran, damit ihr das sehen könnt. Und dann, was ihr auch sehen könnt, gut sehen könnt, sind hier die Risse, die ich ja gewollt gemacht habe. Ich habe am Anfang Klammern hineingemacht. Und das ist eigentlich das Ergebnis jetzt von natürlichen Spaltenrisse, die es gegeben hat. So sieht das nun aus. Und das wird dann nachher hineingesetzt in ein Diorama und außen herum wird natürlich begrünt. Aber einfach, dass ihr einen Eindruck habt. Hier noch eine kleine Perspektive vom Stamm von oben und von der Seite, damit ihr das mal sehen könnt. Noch ein bisschen die Farbgebung, weil vorher kam das nicht so gut raus. Gehe mal da ein bisschen noch ran. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Neues zeigen. So Details bei der Rindengestaltung, ich finde das extrem cool. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Die Leute, die noch mehr sehen wollen, was ich so mache, abonniert doch meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Ich werde euch oben und unten verlinken, alles über Baumgestaltung und Rindengestaltung. Da könnt ihr euch aussuchen, welche Rinde ihr haben möchtet oder was ihr noch wissen möchtet, könnt ihr euch dort anschauen. So, nun wünsche ich euch ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao zusammen, euer Alex.